Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren mysteriösen Folge von Wo glitsche ich diesmal durch bei Let's Play Subnautica. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich zu befreien. Zwar muss ich gestehen, ich habe einen Konsolen-Command verwendet. Da habe ich im Internet zum Glück gefunden, dass es einen Konsolen-Command gibt, der mich gleich zum Eingang der Aurora teleportiert, sprich dort, wo meine Seemotte ist. Da hinten irgendwo. Ich war auch gleich so frech und habe diverse, ja, das Frachtmodul bei der Seemotte eingebaut und habe gleich ein paar Sachen dort verstaut, damit ich nicht allzu viel gelumpert mit mir herumschwimmen, schlepp. Aber ich möchte es jetzt nochmal probieren. Ich gehe das Risiko nochmal ein. Ich möchte dort durch, wo ich vorher verglitscht bin. Jetzt muss ich das nur nochmal finden, wo das war. Ich glaube, das war da unten irgendwo. Ja, das war hier. Wenn man weiß, wo es ist, findet man es eh ziemlich schnell. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich mich nicht irgendwo selbst wieder durchglitsche. Autsch. Jawohl, das sieht schon mal gut aus. Kann ich irgendwas davon scannen? Okay. Wo ist mein Laserschneider? Ich habe mich jetzt schon langsam ein bisschen Panik, dass ich da ertrinke, denn ich will nicht auftauchen, Luft holen, um mich wieder irgendwo zu verglitschen. Deswegen hoffe ich, dass ich da jetzt durchkomme und im nächsten Raum irgendwas finde, wo ich Sauerstoff atmen kann. Was natürlich schlecht ausschaut. Yay. Kacke. Okay, ich muss das Risiko eingehen. Ich schwimme jetzt mal zurück. Und schaue, ob ich da Luft holen kann. Okay, okay. Ist schon mal cool. Okay, ich habe Luft geholt. Ich bin happy. Ich bin nicht durchgeglitscht. Jetzt ist die Frage, wo bin ich hier? Da gibt es ein PDA. Laborzugang. 6483. Ich würde mal vermuten, das ist dieser hier. Nein. Kannst du bitte nicht so auf und ab. Sehr schön, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Okay, natürlich mal alles aufmachen wieder. Wasser. Noch ein PDA. Integrating new PDA data. Wasser. Die Tür ist auf. Ja. Was haben wir da? Stoßkanone, das ist sehr cool. Databank corruption was detected on your PDA. Your technology blueprints have been updated. Noch eine Batterie. Das hätte ich von denen nicht schon unzählige. So, jetzt ist die Oh Scheiße, habe ich einen Feuerlöscher mit? Laborzugang. Habe ich ein Feuer? Ja, ich habe ein Feuerlöscher mit, Gott sei Dank. Ich werde auch gleich wieder was trinken. Taschenlampe. Die brauche ich. Ohne die gehe ich nirgends hin. Haha, das ist der zweite Zugang. Okay, den habe ich schon mal beim letzten
vorvorletzten Video entdeckt, sprich geht die Tür jetzt zu, quasi da weiß ich, dass es einen anderen Zugang noch gibt. Okay, das heißt, wenn ich da jetzt, kann ich da jetzt raus und komme direkt wieder zu meiner Seemachte, das wäre natürlich sensationell. Jetzt stecke ich da schon wieder. Hey, ich will nicht wieder irgendwo verglitschen. Bitte, liebe Spiel. Oh ja. Yeah. Okay, okay. Jetzt war ja wieder meine Kanone da. Ich kann drüber hüpfen, das ist auch schon mal was. Ich brauche mal Messer. Messer, schnell, schnell. Genau, wegen euch, Mistviecher. So. Okay, ich bin zurück. Ich bin wieder bei meiner über alles geliebten Seemotte. Welcome aboard, Captain. Glücklich und happy. Heißt jetzt nur mit vollem Krachen nach Hause. Ohne dass mich der da schnappt. Volle Kanne. Volle Kanne. Ah. Schreckt mich nicht so. Oh, oh, hab ich ihn abgehängt? Schaut gut aus. Ja, der schaut super aus. Ich glaube, wir schaffen es. Ich glaube, ich schaffe es nach Hause. Da gibt es Sachen zum Aufheben. Nein, nein. Nein, nein. Pet, nein, tu das nicht. Schwimm mal nach Hause, bring alles nach Hause, was wertvoll ist. Wir haben es geschafft, meine Lieben. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ich habe die Aurora überlebt. Das ohne einmal zu sterben, das fasziniert mich jetzt selbst gerade. Puh, alter Schwede. Ich habe ein Tiefenmodul für die Seemotte gefunden, was sehr, sehr cool ist, was ich auf jeden Fall schon haben wollte. Oder eigentlich schon dringend gebraucht habe, um mich eben tiefere Gewässer zu wagen. Ich habe ein Frachtmodul für die Seemotte, was auch nicht unpraktisch ist, vorerst mal. Ich habe diverse Teile für den Zyklopen, oder die Zyklop gefunden und enorm viel Batterien. Ich werde das alles jetzt einmal anfangen auszuräumen. Und wir sind zu Hause. Ich halte es nicht aus. Ich halte es tatsächlich nicht aus. So, hier haben wir unsere Erweiterungsmodule. Auf der anderen Seite ist unser Frachtmodul. Der ja auch schon ziemlich voll ist. Kriege ich da eigentlich alles rüber zu mir ins Inventar? Ja, nicht ganz. Okay, macht nichts.
Ich will das Raumschiff da jetzt da irgendwo schön hinplatzieren. Haha, voll cool. Ich kann mir dann endlich ein Bett bauen. Das ist auch ziemlich cool. Schaut mein Raum oder Zimmer oder was auch immer das da sein soll, endlich noch irgendwas gleich. Doch zuerst verstauen wir jetzt mal alle unsere Sachen, die wir da aufgenommen haben. Das heißt, zuerst mal Survival. Da kommen rein natürlich die Feuerlöscher. Das ganze Wasser, die ganzen Nahrungsblöcke und die ersten Hilfe-Kits. Machen wir so. Die kann ich gleich trinken. Batterien. Ich glaube, für Batterien brauche ich bald einen eigenen Schrank. Das werde ich auch machen. Da kommt auf jeden Fall mal das Zeug rein, was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Ich werde mal alles reinhauen. Das Messer, mein Reparaturwerkzeug, mein Scanner und meine Taschenlampe. So, jetzt kann ich bei diesem Teil noch überall gleich Batterie wechseln. Das heißt, nehmen wir aber da die vollen Batterien überall raus. So, volle Batterie rein. Volle Batterie rein. Volle Batterie rein. Volle Batterie rein. Jetzt kommen hier mal die angeknacksten Batterien hinein. Ja, ja. Ja, und alle anderen sollten theoretisch randvoll sein. Perfekt. Jetzt ist die große Frage, wo ich mache ich mir. Ich werde mir da jetzt ganz schnell einen Schrank bauen. Dabei brauche ich natürlich auch mein Bauwerkzeug. Das heißt, ich werde jetzt mal kurz das Reparaturwerkzeug weglegen, dafür das Bauwerkzeug hernehmen. Flutlicht, cool. Schau ich gleich, was kostet das Bett? Oh, Fasergewebe. Okay, kein Problem. Sollte ich haben. Haha. Doch zuerst spinnt. Hier bist du. Setzen wir das schön in die Mitte. Wir benennen dich auch gleich in ganz dezent Akku. Da kommen jetzt auch alle Batterien rein. Weil früher oder später werde ich auch anfangen, Energiezellen zum Sammeln und zu bauen. Für die große. Jetzt fällt mir der Name schon weg. Ich habe ein Hirn wie ein Nudelsieb. Für ein Zyklop, fürs große U-Boot. Denn die braucht Energiezellen. Und jetzt habe ich sogar mein eigenes Bett. Wie geil ist das denn, ha? Schaut das nicht endlich ein bisschen heimisch aus? Fast, könnte man sagen. Cool, gefällt mir. Ja, das, was mich halt noch immer anpisst ein bisschen, ist, dass mir diese Fahrzeugmodifikationsstation einfach nicht unter die Finger kommen will. Sonst noch irgendwas eingesteckt. Zyklop-Maschinen-Effizienzmodul. Ja, das werden wir auch. Na, das haben wir irgendwo zu den diversen. Was haben wir da drinnen? Eier. Was haben wir da drinnen? Ja, okay. Von mir aus haben wir das mal darin. Das Titan kann ich wieder zurückknallen. Was habe ich jetzt schon wieder für einen Bauplan, den ich noch nicht entdeckt habe.
Sag's mir, zeig's mir. Die Stoßkanone, Tatsache. Okay, dafür brauche ich eine Schubkanone. Die wird dann umgewandelt in eine Stoßkanone. Von mir aus. Ja, der Zyklop wäre natürlich auch nicht uninteressant, aber für den brauche ich Aerogel. Und Aerogel habe ich sicher noch keines. Lithium zum Schweinefüttern. Nein. Silikon? Nein. Nein. Das Aerogel, das kriegt man aus irgendeinem Gelsack. Was weiß ich noch. Mal schauen, ob ich den nach dem suchen kann. Nö, kann ich nicht. Ich bin eine arme Sau. Dann werden wir es jetzt so machen. Ich werde mich da mal kurz vollfressen. Und wir werden in tiefere Gebiete vorstoßen mit der Seemotte und schauen, ob wir irgendwo etwas Hilfreiches oder Nützliches finden. Wie gesagt, am liebsten wäre mir diese Fahrzeugmodifikationsstation. So, Richtung Nordosten, wenn ich mich richtig erinnere, war das rote Schilf, wo es tiefer runter geht. Sorry. Eine Sache habe ich ganz vergessen, was ganz was Wichtiges sogar. Und zwar mein Reparaturwerkzeug. Denn ich brauche kein Bauwerkzeug jetzt bei mir. Denn ich habe nicht vor, da unten irgendwas zum Bauen. Aber ich bin mir sicher, ich muss meine Seemotte reparieren, wenn mir irgendwas blöd kommt. Deswegen werden wir da jetzt schnell wieder mein Bauwerkzeug wechseln und mein Reparaturwerkzeug mitnehmen. Sicherheitshalber, ich kenne mich ja, nehme ich auch etwas zum Trinken mit, etwas zum Essen und etwas zum Verbinden. Wobei, von den zwei nehme ich mal jeweils zwei mit. Der Nahrungsblock regeneriert 70 Nahrung, der ist eh absoluter Wahnsinn. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, ist das Nordosten gewesen oder Südosten? Schauen wir jetzt mal Richtung Nordosten. Okay, da kommt schon mal das rote Gras, das ist sehr gut. Denn genau beim roten Gras irgendwo ist dann so ein Spalt, der tiefer nach unten geht. Ich hoffe, dass ich jetzt an der richtigen Stelle bin. Ich bin natürlich falsch, oder? Autsch. Das hat mich jetzt geschreckt. Okay. Wir schwimmen einfach retour. Dann ist es Richtung Südosten. Denn es gibt mehrere von diesen roten Seegras Riffen. Und bei einem weiß ich, dass da relativ gleich am Anfang dieser Punkt zum Tiefabtauchen ist. Ich war da schon ein, zwei Mal unten, bin dann mit der Seemotte auf 199 Meter stehen geblieben und bin dann ja, mit dem Seegleiter hinabgetaucht, was natürlich auch nicht unbedingt die ideale Sache ist. Nichtsdestotrotz ist Richtung Südosten nicht die Aurora. Tatsache.
Macht nichts. Ich will das jetzt finden noch mit euch. Auch wenn wir nur ein paar Minuten Zeit haben. Damit ihr seht, wovon ich da die ganze Zeit rede. Da haben wir das rote Gras. So, und wo geht's jetzt runter? Okay, ja, ihr dürft einen Lärm machen, ihr seid cool. Hey, bin ich jetzt wirklich schon... War ich vorher richtig? Mit Nordosten und bin jetzt zum Falschen geschwommen? Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube tatsächlich, dass ich mich vertan habe. Das ist doch mal... Das... Schaut gut aus. Da sind wir. Sollten jetzt gleich irgendwo diese violetten, coolen Pilze auftauchen. Jetzt bin ich schon mal auf einer Tiefe, wo die Seemotte vorher gar nicht hinkommen ist. Was bist du? Hä? Was ist das jetzt? Echt nur so eine Eintiefung? Wo es nicht weitergeht. Willst du mich jetzt komplett verarschen? Ich meine, ich habe nichts dagegen. Hier gibt es verdammt viele Ressourcen. Ich glaube, wenn ich mich nicht verschaut habe, gibt es hier sogar diese Gelsäcke, die ich benötige für Aerogel. Das werde ich gleich nachschauen. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Okay, nein, das bist du doch nicht. Was schwimmt denn da die ganze Zeit gegen meine Seemutter? Bin ich da echt jetzt in einer Sackgasse gelandet? Das geht mir aber ganz schön auf den Sack. Es wirkt auf jeden Fall so. Dann tauchen wir mal ein bisschen auf. Klopft es euch an. Ich mache euch nicht auf. Ich kenne euch nicht. Sorry. Nee, schaut nur so aus. Tatsache, ich bin da jetzt wirklich in eine Sackgasse reintaucht, die mir im Endeffekt gar nichts gebracht hat. Die mich nur durch schönes, buntes Licht getäuscht hat. Was für eine Enttäuschung. Ach, gib mir eine Ruhe. Wie frech eigentlich, wenn man so denkt. Voll verlockend und dann ist da im Endeffekt nichts. Und da möchte ich nicht weiter, weil da fangen die Dünen an. Und bei den Dünen sind angeblich die bösen, bösen Reaper. Wobei, da ist der Schwammelwald.
Der ist auch nicht so gefährlich, was ich weiß. Okay. Bei der war ich schon mal, das weiß ich. Da? Da geht's auch nicht runter. Was für eine Frechheit. Gut, meine Lieben. Tut mir leid, euch enttäuscht zu haben. Ich meine, das war jetzt nicht unbedingt unser primäres Ziel in diesem Video. In dem Video wollten wir eigentlich nur heil aus der Aurora rauskommen und alles nach Hause bringen, was ich dabei gehabt habe. Das haben wir geschafft. Das heißt, wir werden uns einfach beim nächsten Mal um die tiefen Abgründe mit dem violetten, rosaroten Pilzen kümmern. Ich werde dann nochmal nachschauen, wo die sind. Gibt es da was zum Scannen? Ja, Seegleiter. Egal, ab nach Hause. Das giftet mich jetzt ein bisschen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber das giftet mich gerade echt. Dass ich da in eine Höhle reintauchte, was im Endeffekt nur so ein Edge. Nö, bei uns gibt's nichts. Schnauze. Etwas Unwichtiges, Kleines darstellt. Einfach nur, um mich in die Falle zu locken. Aber ja, so ist es, wenn man auf Entdeckungskurs ist. Man hofft immer, dass man was Cooles findet und wird meistens dann überrascht, dass man nur, keine Ahnung, Schrott findet. Nichtsdestotrotz, ich werde mich da auf jeden Fall vorher nochmal schlau machen und in der nächsten Episode geht es dann definitiv runter in die Tiefen, unterhalb von 200 Meter. Dementsprechend würde ich euch empfehlen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein und danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.